Gut hinsehen voraus, okay. Die müssen wir dann noch löschen. Ja. Okay. Wir werden uns mal eine Estus verleiben. Hätte schon noch eine nehmen sollen. Schön vorsichtig machen hier. Na? Okay. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Jawohl. Eine große Titanitscherbe. Na super. Und die hätten wir auch sogar. Siehst du, haben wir sogar alle beide gekriegt. Noch eine große Titanitscherbe. Super. Alter. Es ist schon schön, ne? Da oben ist noch einer. Ein Drachenwappenschild. Zeig mal her. Wappenschild. Drachenwappenschild. Na gut, das haben wir ja plus eins. Feuer. Also besser gegen Feuer. Okay. Das ist mal das alte drinne. Die Drechsel läuft hundertprozentig hoch. Na, das war mir doch klar. Kriegt man aber. Sehr gut. Ja. Gut. Wiedersehen. Okay. Der Kollege ist ja wahrscheinlich hin. Ja. Können wir. Ne. Kann man nicht. Ah, wir sind auf Kriegsfuß, ja. Kriegsfahrt. Wenn alles kalt machen. Jupp. Tschüss. Unten runter getreten. Das ist ja nicht so schön, ein Scheißtod, ja. Und dann dreht man den auch noch runter. Gucken, ob da was hat für uns. Was von Wert ist. Und dann ist wieder irgendein. Na gut, Speer. Ah, hier kommen wir wieder zurück. Hier noch was? Nee. Hinterteil voraus. Ja, klar. Ach, das ist die andere Seite, wo wir. Ja, alles klar. Wo wir am Anfang hingekommen sind. Ja. Hier ist nichts. Hier gab es so auch nichts weiter. Gut, da gehen wir jetzt mal wieder zurück. Schön vorsichtig. Auch schön langsam. Hätte ich nur oberhalb. Ja, gut. Hätte Fahrradkette, ne? Da hätten wir das hier oben auch alles abgegrast. Dann können wir uns unten weiter widmen im Sumpf und können das eine Feuer löschen. 17.000 sehen schon wieder, ne? Genau, da müssen wir nämlich hin. So, fahren wir es mal runter. Da lag ja oben im Fenster, Sims. Da lag ja auch noch eine Leiche mit einem Loot. Falsche Seite, okay. Da. An dem müssen wir ja irgendwie auch noch rankommen. Da
werden wir erstmal rasten. Alle Estus wieder hergestellt. Okay. Wie kommen wir jetzt an den... Hm, gut. Ich habe es mir komplizierter vorgestellt, aber nö. Sind aber hier viele auf dem Weg, he? Und wieder ein Funkeltitanit. Sehr gut. Wo war denn das? Muss ja irgendwo ein Geheimgang gewesen sein. Glaube ich. Nee. Nee. Nicht. Da muss ich noch mal kurz drin. Ah. Asche eines Traumjägers. Sehr schön. Asche gekriegt. Gut. Das hätten wir. Da haben wir das Feuer gelöscht. Kann man hier noch irgendwo hin? Ich glaube nicht, oder? Ist hier noch irgendwas, was wir... was wichtig sein könnte? Ne, hier ist die Leiter. Na, mal kurz einen Schluck trinken. Oh, ich sehe, ich müsste bald mal mit dem Hund Gassi gehen. Halt mal kurz pullern. Okay, wo war denn das eine Feuer? Ich muss noch mal, warte mal, ganz kurz noch mal hoch. Ich muss noch mal kurz gucken. Wo war das letzte Feuer, was wir löschen müssen? Da waren wir, da waren wir, da waren wir. War das hier hinten? Eins, zwei. Ach, da. Das heißt, wenn wir hier runter gehen, müssen wir dahinter. Okay. Neckenparty. Da liegt noch Loot. Das haben wir da drinnen geholt. Wir brauchen mit den Pfeiler. Ja, anders. Ja, was ist denn? Das macht es hier, glaube ich, gerade nicht großartig Sinn. Hurra für Suppe. Jo. Mensch, jetzt dringend geht meine Vergiftung weg. Nee, gell? Nee. Einfach nochmal ins Bonfire gehen sollen. Oh, was ist denn jetzt? Um. Ich glaube, wir gehen nochmal hoch. Wir werden ins Bonfire gehen, aus dem Grund, dass wir in den Feuerbandschrein gehen und werden uns mal Pfeile besorgen und ein paar lila Moosklumpen. Dass wir einfach diese Vergiftung öfters heilen können, dass wir nicht jedes Mal darauf achten müssen, so unbedingt, dass wir jedes Mal gleich vergiftet sind. Ich bin nur froh, dass es nicht so viel diesmal ist, was... was Leben wegnimmt. Und wir können die Titanitscherbe bei... bei André ausgeben. Werden wir erst tun. Ach, warte mal, die gute Frau, der kann mal die Asche geben. Ashen One, what woeful umbral ash is this? This barren dust, stuff of a fool, won't yield aught
Was? Where didst thou happen upon the stuff? Tell me for the sport. Oh yes, I see. Clinging to lofty dreams in this dying world, more's the pity. It must come from one most foolish indeed. Wouldst thou not agree? Naja, die arme Seele, was... Mindert Gift, Toxin und stellt Statuswerte wieder her. Wie viel wird man holen? Vierer, Fünfer. Fünf, okay. Oh! Rüstungsteile, aber die sind echt schwer. Verbandenrüstung, okay. Erhöht maximal TP. Okay, den gab es dann später auch. Wusste ich gar nicht mehr. Holzpfeil, Feuer. Ne, Federpfeil. Aber es gibt da auch Feuerpfeile, wenn ich. Eine Krummaxt. Kleinen Titanitscherben hat sie ja auch, okay. Ashen One B. Ich bring das später ein paar Seelen. Servus. Yep. Ach, wir haben da noch einen untoten Knochensplitter. Pretty, be careful. So, mein Freund, hast du vielleicht. Oh, hello, you're back. And in one. Hast du vielleicht Feuerpfeile? Hohen Priester Ritter Krummschwert. Brandpfeile, so heißen die guten Dinger, okay? Haben wir erstmal 60. Großer Pfeil. Machen die psychisch 55 Schaden, okay. Verringert Blutungszunahme. Mhm. Ja, brauchen wir auch erstmal nicht. Was hätten wir irgendwas zu verkaufen? Ein Siegbräu regeneriert TP und stärkt Kälteresistenz. Cool. Fernglas kommen, das brauchen wir jetzt wirklich nicht. Wir haben doch Seelsritter verirrten Dämonen. Da gucken wir mal, ob wir. Goodbye. Ach. Zu unserem guten Freund ja auch mal hinter, ob wir noch ein Level aufsteigen können. Oh, I would. Jupp. Then shall we begin, Bearer? Und zwar. Was machen wir, was machen wir? Wir werden Belastbarkeit hochtun. Verteidigung, Resistenz erhöht das auch, okay? Cool. Nochmal! Sauke! Geschicklichkeit nehmen wir auch mit hoch, was macht das? Waffenschaden erhöht das auch. Ey! You have attained. All will soon be clear, my. Okay, nochmal geht nicht. Be safe, our Lord. Geht nicht nochmal, okay. Ah, all. Okay, be gut. Safe. Passt hier auf euch genauso auf, mein Freund. Okay. Sie hat ja große Pfeile. Die anderen waren 55er Schaden, ne? Und die 40er, okay. Kosten mich 100. Da können wir auch Holzpfeil. Bolz, ne, das wollen wir ja nicht.
Ashen One. Be. Da werden wir uns noch ein paar Großpfeile holen. Blöp. Holen wir uns mal 100 Stück, ha? 5000 Seelen. Ruckzuck sind die Seelen wieder verschwunden, gell? Goodbye. Mach's gut. Mal gucken, ob wir noch eine Waffe aufleveln können. Just good to what need. Waffe verstärken? Ja, hier. Eine große Granitscherbe. Genau, so. Da und da. Sehr schön. Können wir nämlich das tragen. Pretty, be careful. Wir haben da was zum Durchwirken. Ja, André, wir müssen doch nochmal knitschen zusammen. Just good, wasn't it? Für Durchwirken, wenn wir das Claymore. Macht 165 Schaden dann. Und das Claymore haben wir noch nicht mal aufgelevelt. Ich gebe mein Bestes, mein Freund. So, dann haben wir noch einen untoten Knochensplitter. Den machen wir auch gleich noch mit. Yes. Noch eine. Leuchtfeuer Stufe 3. Okay, sehr schön. Gut. Ach, Demelak, ich wollte doch an den. Ich wollte dann noch an den Ofen bei dem. Ich muss nochmal hingucken. Ich wollte wissen, ob ich von den verirrten Dämonen die Seele gegen was eintauschen kann. Und dann könnten wir eigentlich auch mal gucken, dass wir. Hello again. Hi. I have since heard a great deal about you. For one, that you are most gentle of heart. I too am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Aber nett von dir. Blessing of the moon upon your journey. Vielen Dank. Finstermondtreue, okay. If you should require assistance, wenn Hilfe braucht, nutzt mein Zeichen, okay. Blessing of the moon upon your journey. Vielen Dank. Cool. Nee, ich wollte es ändern, wechseln. Finstermondtreue. Gut. Okay. Cool. Jetzt hätte ich es beinahe wieder vergessen, dass ich mit dem Alten oben reden will, auf dem. Auf dem Thron hier. Aha, da schon. Seele eines vierten Dämonen, was ist das? Felsbrockenhage. Okay, also nichts, was wir. Oh, nichts, was wir wirklich gebrauchen könnten. Naja, das Großschwert finde ich jetzt auch nicht so toll. CSGS 3 Weisen, na, das Rapier. Speit Felsbrocken aus dem Mund. Lecker. Das gibt doch bestimmt Sodbrennen. Okay. Gut, das wär's erstmal. Wir wollten mal gucken, ob wir die Quest abschließen können.
können, wenn wir in den alten Turm gehen und einmal hochfahren und wieder runter, ob dieser eine Dieb, ist das Dieb, Bandit, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Der ist nicht mehr da. Ob der dann da ist. Weil der sperrt uns nämlich ein. Oh, Entschuldigung fürs Räuspern. Ich habe bisschen Kloß im Hals. Okay. Weiß nicht, ob das jetzt geht, da wir ja nun in den Sumpf gekommen sind. Weil wenn ich mich nicht irre, können wir hochfahren, würden runterfahren und der steht dann hinter dem Tor. Und dann können wir die Quest nämlich weitermachen mit Zwiebeli, also mit Zwiebelritter. Genau. Ich glaube, das triggert das. Ich weiß aber nicht, ab wann. Das ist halt die Frage. Ab wann ist er dann halt getriggert? Wenn man mal überlegt, gell, hier haben wir angefangen. Krass, gell. Noch nicht getriggert, okay. Was ist da jetzt ausschlaggebend dafür? Wartet mal, kommen wir nicht eigentlich auch jetzt dahinter und da ist noch so eine Kristallexer. Ja. Und dann funkelt Titanit. Na, schau mal einer an. Guck. Okay. Jetzt kann man doch nicht mehr aufs Dach, dass wir die Leiter runterlassen können, ne? Oder? Ach, doch, nee, nee, doch, nee. Okay, na gut. Gut, aber hier müssen wir nun, glaube ich, auch nicht mehr hin. Spring voraus, ja. Den Tipp hatten wir zwar schon am Anfang, aber der Tipp ist gut. Untersuchung. Ein Riesenbaumsamen noch nicht gefallen. Aha, aha, aha. Okay. Wir werden mal zu dem Brunnen wieder gehen. In der Hoffnung, dass wir jetzt mit dem Zwiebelritter am Brunnen reden können, weil das triggert vielleicht den Dieb. Genau, Kapelle der Läuterung. Sonst können wir erstmal probieren, über den Friedhof zu gehen. Das hatten wir alles schon mal. Spaß hier. Quatschte nur die Zähne locker. Nein. Ui, der ist auch eine schönere Superpasta. Immer noch nicht, okay. Okay. Ah, der Friedhof ist so ätzend. So wirklich ätzend. Wollen wir uns jetzt so groß auch nicht abmühen.
Okay, die sind jetzt mit einem One-Shot jetzt hin. Das erspart einiges an Arbeit. Astora Großschwert, ey, cool. Das war schon die richtige Entscheidung, da mit dem Feuerkristall die Waffe zu upgraden. Besser gesagt, zu durchwirken. Angelegenheit. Du spielst mit den Würmern im Dreck? Gut, wieso nicht, ne? Ich glaube, die kommen ja ohne Pause immer wieder. Mama, das hat super geklappt. Das ging ja super stark. Okay. Und die weiße Eiche bewirkt genau das, dass er uns hilft. Sehr schön, weil der hilft uns nämlich jetzt durch die weiße Eiche und toter Knochensplitter. Cool. Tja, mein Freund, das hättest du mal früh überlegen sollen. Das hat bestimmt wehgetan. Bogen nehmen wir erstmal raus. Genau. Heiße Sache. Na, wo kommst denn du her? Hier ist nix. Ja. Hier gibt sich alle Mühe, würde ich sagen, ja. Die kommen hier ohne Pause, so wie da irgendwo Erde liegt.
Jo. Du steckst die Klinge auch dahin, wo es richtig wehtut, oder? Kann das sein? Und hier haben wir Antifluch-Großschild. Ja, das ist aber zu schwer. Jetzt können wir erstmal die Leiter runterlassen. Genau, da haben wir nämlich die Abkürzung gemacht. Super. Okay. Ich weiß gar nicht, gab es hier noch was? Ah, Tatsache. Eine rostige Münze. Das hat ja aber super geklappt mit dem Friedhof, hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier kommen wir eh noch nicht durch. Genau.